Ja, als erstes Dankeschön für die freundliche Begrüßung, Frau Schwab, Herr Rapp und Otto Löber. Auch danke für die Einladung. Ich kenne Beverbeck natürlich seit Jahren aus den Begegnungen mit Otto Löber, der schon wiederholt auch auf Bundesebene auf die entsprechenden Zusammenhänge hingewiesen hat. Und wir waren ja auch als Vorstand des BUND im Frühjahr dieses Jahres vor Ort, um Beverbeck auch persönlich kennenzulernen. Und ich habe mich in der Folgezeit durchaus im Rahmen dessen, was mir möglich ist, intensiver mit dem beschäftigt, weshalb wieder einmal ein solches Projekt in Deutschland durchgesetzt werden soll. Was sind die Antriebskräfte, die dazu führen, dass wir eben nicht nur an einem Ort mit solchen Entwicklungen konfrontiert sind, sondern durchaus immer wieder mit solchen Entwicklungen an vielen Stellen in Deutschland. Solche Projekte werden ja begründet, gerade in Regionen, die unter Abwanderung leiden, in Regionen, die man gemeinhin als strukturschwach oder schwächer bezeichnet, in der die jungen Menschen kaum Arbeitsplätze finden, als zentrale Leuchtturmprojekte, als Projekte, die die Region voranbringen, die Arbeitsplätze schaffen, die Voraussetzung dafür sind, dass nicht nur in diesem Bereich Menschen übernachten, sondern Herr Rapp hat ja darauf hingewiesen, sondern auch an anderer Stelle die gesamte Region davon profitiert. Sie sind sehr groß aufgezogen, das ist Ihnen gemeinsam. Sie haben entsprechende nicht nur Hotels, Ferienanlagen, sondern sie haben entsprechende Freizeiteinrichtungen, so wie das heute üblich ist, mit Golfplatz, mit Bademöglichkeiten, Freizeitsee, beziehungsweise mit, wie es hier ursprünglich der Fall war, mit einer Reitbahn, also mit entsprechenden, besonders attraktiven, scheinbar Freizeiteinrichtungen. Sie sind sehr hoch angesiedelt, die Prospekte sind sehr intensiv gestaltet, nach dem Motto, wir wollen ein besonderes Einkommenssegment ansprechen, denn wir sind mit solchen Anlagen nicht nur oder nicht in einem regionalen Wettbewerb, sondern in einem globalen Wettbewerb. Sie rechnen immer mit entsprechenden Einzugsbereichen, so wie in Ihrem Fall. Millionen Menschen haben also weniger als 2 Stunden Anfahrt zu diesem Projekt. Das heißt, es ist auch ökonomisch hochinteressant. Und dann kommt etwas Entscheidendes, was in der Tat diesen Brecken gemeinsam ist. Nämlich auf die Frage, ja, wer soll das finanzieren? Welche Unternehmen stehen hinter diesem Projekt? Welche Sicherheiten gibt es für dieses Projekt, dass es nicht am Ende eine Freizeitruine ist? Welche Sicherheiten gibt es dafür, dass, wenn die entsprechenden Investitionen sich nicht so rechtfertigen wie geplant, dann der alte Zustand wiederhergestellt wird, also Rückbau, damit nicht mehr an leeren Gebäuden in der Gegend herumsteht, dann heißt es im Regelfall, wir können den Investor nicht sagen, weil sonst die Investition gefährdet ist. Und da kann ich Ihnen immer noch etwas sagen, dann ist etwas faul an einem solchen Projekt.
Und dann kann ich nur eindringlich die Verantwortlichen auch in Hof Geismar warnen. Warnen, ein solches entsprechenden Verträge zu unterschreiben, bevor nicht entsprechende Dinge absolut bekannt sind. In welchem Lande leben wir, dass letztendlich bei solchen zentralen Investitionsentscheidungen, die nicht jetzt einen privaten Bereich allein betreffen, sondern die Allgemeinheit zentral berühren, ein zentraler Vertragspartner offensichtlich wenige Wochen vor der Unterschrift nicht genannt wird. Wir hätten das früher nicht für möglich gehalten, aber wir sind, wie gesagt, nicht mit einem solchen Projekt konfrontiert, sondern wiederholt haben es Investoren versucht. Im Moment wird, ich komme ja aus dem Bundesland Bayern, zum Beispiel ein riesiger Freizeitpark am Weltkulturerbe Limes bei Weißenburg am Rande der südlichen Frankenalb geplant, wo es genauso abläuft. Auch entsprechende Flächen, es sollen Römer-Siedlungen entstehen, mit Gladiatoren spielen, entsprechende Wettkämpfe etc. pp. Läuft seit Jahren, die Regierung hat natürlich alles genehmigt, nach dem Motto, wir helfen damit einer strukturschwachen Region. Die gesamte Kommunalpolitik vor Ort, bis auf einige wenige Außenseiter, die es ja immer erfreulicherweise gibt, sagt jawohl, das ist die Voraussetzung für unsere Entwicklung. Bis heute ist der Investor nicht bekannt und der Termin wird immer wieder verschoben. Es gibt immer wieder die entsprechenden Ankündigungen in den Medien. In wenigen Tagen werden wir den Namen nennen. In wenigen Tagen wird das Weltbankenkonsortium, welches sich gebildet hat, hier vorstellen und es ist nicht geschehen. Es werden dann von der kommunalen Seite entsprechende Fristen gesetzt, die dann natürlich verlängert werden. Weil man sagt, ja, wir können die Hoffnung nicht aufgeben, wir haben jetzt schon entsprechende Vorleistungen getroffen und anderes mehr. Ich würde Ihnen empfehlen, mal in dem Zusammenhang die sich aus diesen Vorgängen ergebenden rechtlichen Konsequenzen durchaus überprüfen zu lassen. Wir wissen nur, und ich zitiere hier Aussagen des Bundeskriminalamtes, dass gerade auch touristische Großprojekte durchaus in vielen Fällen, in manchen Fällen zu hinterfragen sind auf entsprechende Geldwäsche in unserem Land. Ich zitiere nicht, dass es sich darum hier handelt, aber das ist eine Aussage des Bundeskriminalamtes, touristische Großprojekte, nicht nur national, sondern weltweit, haben geben entsprechenden Befürchtungen Anlass. Also von daher, glaube ich, ist das Mindeste, was zu fordern ist, entsprechende Wahrheit und Klarheit. Es braucht kein Investor, der korrekt ist, etwas zu befürchten, wenn er in Deutschland investiert. In welchem Lande leben wir, auch wenn das tatsächlich so der Fall wäre, es wird aber damit letztendlich nicht offen gesprochen. Das Zweite ist die Art und Weise in der Tat, die nicht nur hier, sondern auch an anderer Stelle erschreckend ist, über den Umgang mit der Bevölkerung. Genehmigungsverfahren sind keine Veranstaltungen, um Projekte durchzusetzen, sondern im Rahmen der Genehmigungsverfahren soll auch in einem demokratischen Diskurs das Für und Wider eines Projektes diskutiert werden. Es sollen letztendlich die Entscheidungsgrundlagen transparent werden, damit dann durch die entsprechenden demokratischen Organe in der Lage sind, auf der Basis von Daten und Fakten zu ihrer Entscheidung zu kommen. Das heißt, es gibt ein Transparenzgebot auch in unserer Verfassung. Wahrheit und Klarheit, auch bei entsprechenden Projekten.
Es gibt kein Verschleierungsgebot, sondern ein Transparenzgebot, auch im Rahmen unserer gesamten Rechtsordnung. Das heißt, die Bürger müssen in einer ganz anderen Qualität, als es gerade auch hier passiert ist, beteiligt werden. Es kann nicht sein, dass jetzt das entscheidende Genehmigungsverfahren läuft. Wir sind ja dabei, unsere Stellungnahme zu formulieren, und dann soll unabhängig von der Qualität der entsprechenden Argumente, offensichtlich ohne Anhörung der Betroffenen im Für und Wider, dann noch vor Weihnachten entschieden werden, sodass dann am Jahresende letztendlich das Verfahren abgeschlossen werden kann. Meine Damen und Herren, wenn man Bürgerbeteiligung ad absurdum führen will, dann macht man es genau so, aber das hat mit einem demokratischen Rechtsstaat nichts mehr zu tun. Nichts mehr zu tun. Ich sage es in aller Deutlichkeit, weil letztendlich damit Axt an unser Staatswesen gelegt wird. Nicht diejenigen, die hier sich darüber aufregen, sind letztendlich diejenigen, die unser Gemeinwesen gefährden, sondern diejenigen, die genauso vorgehen. Die genauso vorgehen. Natürlich muss man und ist es legitim, als auch gewählter Bürgermeister, Stadtratsmehrheit, sich für ein solches Projekt einzusetzen. Da stellt doch niemand in Frage, dass natürlich, wie immer, es ein Für und Wider gibt. Aber es ist auch legitim, wenn dann die Argumente ausgetauscht werden, wenn darüber diskutiert wird und wenn es danach entschieden wird. Nicht, wenn man sagt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Letztendlich ist die Entscheidung schon getroffen, weil wir unter einem entsprechenden Zeitdruck handeln müssen. Das treibt die Bürger in die Resignation. Das ist dann auch die Ursache für entsprechende Protestverhalten der Bürger. Nicht demokratische Beteiligung treibt die Bürger in Resignation, sondern das Gegenteil. Deswegen dieser eindringliche Appell, in dem Fall jetzt aber nicht an die Stadt, sondern an die entsprechenden Aufsichtsbehörden, dafür zu sorgen, dass hier ein wenigstens formal korrektes Verfahren noch zum Abschluss gebracht werden kann. Transparenz also unverzichtbar. Und solange das gesamte Projekt nicht endgültig genehmigt ist, auch die durchaus erwartenden Klageverfahren abgeschlossen sind, darf nicht mit irgendwelchen vorgezogenen Teilmaßnahmen begonnen werden. Denn auch das ist inzwischen bei der Durchsetzung solcher Großprojekte Strategie, dass man einzelne Teile vorzieht, isoliert, genehmigt, um dann hinterher sagen zu können, ja, wir haben jetzt ja schon gebaut. Und wenn wir jetzt aufhören, dann zahlt die gesamte Kommune entsprechend, müssen alle Bürger dafür höhere Abwassergebühren zahlen, höhere Wassergebühren etc. pp. Da ist ja dem Erfindungsgeist von einzelnen Kommunalpolitikern sind ja da keine Grenzen gesetzt, um dann letztendlich die Bürger so weit zu bekommen, dass sie sagen, ja, bevor ich dafür bluten muss, okay, schweren Herzens muss man halt dann das Projekt als solches realisieren. Diese Salamitaktik, wie wir sie überall erleben, hat auch mit entsprechendem korrekten Verfahren nichts zu tun. Aber sie dient zunehmend dazu, wie gesagt, Projekte als solche durchzusetzen. Nun zum zweiten grundsätzlich. Das eine ist also die Verfahrensseite, wo wir der Meinung sind, es braucht dringende Korrekturen. Wir haben entsprechendes Planungsrecht durchaus solide in den letzten Jahrzehnten geschaffen. Das muss umfassend zur Anwendung gebracht werden und da ist die Bürgerbeteiligung ein zentrales Argument. Wir erleben aber seit Jahren den Abbau der Bürgerrechte durch Beschleunigungsgesetzgebung da und dort, indem man sagt, ja, wir können es uns nicht mehr leisten, Verwaltungen werden abgebaut etc. pp. Das heißt, in der Praxis haben wir nicht den Rechtsaufbau, sondern den Rechtsabbau in den letzten Jahren erlebt. Das Zweite, worauf ich besonders eingehen möchte, ist von etwas grundsätzlicherer Art, nämlich die Verantwortung eines Bundeslandes
für das Gemeinwohl und für öffentlichen Besitz. Auch hier ist es symptomatisch, dass ein Bundesland, Hessen, sagt, wir müssen uns von einer Staatsdomäne trennen. Sie verursacht mehr Kosten, als sie Ertrag bringt. Beziehungsweise wir haben zunehmend Probleme mit nicht mehr genutzten Gebäuden, die wir unterhalten müssen. Es ist also entsprechend notwendig, sich davon zu trennen, quasi im Interesse des hessischen Bürgers. Wir sagen, dass natürlich heute niemand mehr eine Staatsdomäne braucht in unserem Lande, um sich davon zu ernähren, um eine Grundnahrungssicherung für die Bevölkerung zu geben. Aber dass gerade solcher staatlicher Besitz eine zentrale Chance darstellt, Entwicklungen in Gang zu bringen, die im öffentlichen Gemeinwohlinteresse liegen. Und im öffentlichen Gemeinwohlinteresse liegt zum Beispiel die zentrale Frage, wie können wir kombinieren Landnutzung, also Landwirtschaft, mit Schutz der Natur. Wie schaffen wir es letztendlich tatsächlich auf Dauer nachhaltige Landnutzungssysteme zu entwickeln? Welche Pflanzensorten, welche Tierrassen brauchen wir, um genau dieses zu ermöglichen? Denn eines ist klar, das, was wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, uns zu konzentrieren in der Pflanzenzucht auf einige wenige Hochleistungssorten, in der Tierzucht auf einige wenige Hochleistungssorten, ist ein höchst gefährlicher Weg, der nur eine kurze bestimmte Zeit durchzuhalten ist, weil niemand glauben soll, dass wir auf Dauer das machen können, was wir inzwischen machen, nämlich so billig aus der ganzen Erde Futtermittel zu beziehen, um damit bodenunabhängige Tierhaltung zu betreiben und damit Hochleistungserträge zu erzielen, und zwar Futtermittel zu uns zu bringen, die anderswo Grundnahrungsmittel darstellen. Es soll doch niemand glauben, bei einer auf 9 Milliarden in den nächsten Jahrzehnten wachsenden Weltbevölkerung, dass letztendlich wir uns zu Lasten anderer Regionen entsprechend ernähren können. Wir werden, und es hat bereits begonnen, einen immer sich stärker verschärfenden Wettbewerb um die knappste Ressource erleben, die wir haben, das ist die Ressource Boden. Der Boden ist unsere knappste Ressource. Mit diesem Boden gehen wir nicht nur weltweit, sondern auch national, weder nachhaltig um, ganz im Gegenteil, wir zerstören Böden allein durch die Überbauung in Deutschland nach wie vor, trotz Rezession der letzten Jahre, im Schnitt über 100 Hektar pro Tag. Das ist im Jahr ungefähr die Fläche des Bodensees, die wir in Deutschland überbauen. Wir überbauen keine Wüstenböden, sondern wir überbauen fruchtbare Ackerböden, genauso wie wir Wiesen und Weiden und Waldflächen überbauen. Wir überbauen sie nicht, weil es zwingend notwendig ist zu überbauen, sondern weil es ein bisheriges Zeichen des Fortschritts war, Land zu überbauen. Weil wir uns mehr mit der Außenentwicklung von Kommunen beschäftigt haben, als mit der Innenentwicklung. Deshalb stehen unsere Siedlungen leer. Im Zentrum verfallen sie. Draußen haben wir Neubaugebiete. Draußen haben wir die entsprechenden Einkaufszentren angesiedelt. Im Innen haben wir den Tod des Mittelstandes gezielt herbeigeführt. Und zwar des kleinen wie des großen Mittelstandes. Wir überbauen die Flächen für eine luxuriöse Verkehrspolitik. Weil je leistungsfähiger die Autos werden, umso weniger können sie bekanntlich einen Berg rauffahren, umso weniger können sie Kurven fahren. Das heißt, wir verbrauchen immer mehr Land, allein durch das Kreuzungsfreimachen unserer Straßen und vieles, vieles andere mehr. Das heißt, wir überbauen unser Land nicht, weil wir es notwendig haben, sondern
weil es ein Interesse daran gibt, weil man letztendlich entsprechende Unternehmen hat, die davon leben, nicht dass saniert wird, sondern dass permanent in Natur und Landschaft eingegriffen wird. Und von daher ist es zwingend notwendig, als erstes in unserer Gesellschaft zu erkennen, wie gesagt, die knappste Ressource, die wir haben, ist der Boden. Ich bin persönlich der Meinung, unsere Kinder und Kindeskinder werden uns verfluchen über die Art und Weise, wie wir in den letzten 40 Jahren in Deutschland überbaut haben. Wir haben übrigens in diesem Zeitraum in Deutschland, so in Westdeutschland, so viel Land überbaut wie alle Generationen vor uns zusammen. Nur um das klar zu machen, was hier insgesamt passiert ist. Natürlich mussten wir auch die Flüchtlinge aus dem Osten aufnehmen, haben entsprechend höhere Bevölkerungsdichte. Aber trotzdem, dieser Prozess hat sich seit Jahren entkoppelt von der Frage, wächst die Bevölkerung oder schrumpft sie. Trotzdem haben wir den entsprechenden Flächenverbrauch. Und daher müssen wir als erstes haushälterisch mit unserer knappen Ressource Boden umgehen. Und wir müssen gezielt den Staat in die Verantwortung nehmen, nämlich dort tätig zu werden, wo er die Möglichkeit hat, als Staat Forschung zu machen. Das heißt, wir brauchen zwingende staatliche Forschung für angepasste Sorten. Wir brauchen Forschung für die eigene Eiweißfutterversorgung unserer Tiere. Wir brauchen Forschung für die Kombination von entsprechenden Nutzungssystemen, also für die Integration von Naturschutz und Landnutzung. Wir brauchen Forschung über die Notwendigkeit, entsprechende Flächen zu durchgrünen, Lebensräume zu schaffen. Und wo soll diese Forschung stattfinden, wenn nicht auf entsprechenden staatlichen Flächen? Das heißt, eine solche Fläche, wie Sie hier haben, das ist, darf keine Spekulationsfläche für das Land Hessen sein, sondern das muss eine zentrale Verbindungs- und Forschungsfläche für das Land Hessen werden. Das sind die neuen Forschungsziele. Nicht im Bereich der Agrogentechnik, nicht im Bereich des Abbaus von Beschäftigten in der Landwirtschaft, sondern in der sinnvollen Nutzung, einschließlich dann auch in regionalen Vermarktungsinitiativen, damit eben tatsächlich auch die Wertschöpfung, die im Lande passiert, auch auf dem Lande bleibt. Wir haben das ja selbst als B&D mit auf den Weg gebracht, die Ihnen sicherlich in dieser Region bekannte Upländer Bauernmolkerei. Ist inzwischen die fünftgrößte Biomolkerei Deutschlands. Ist nicht zuletzt auf Initiative von Bauern entstanden, Josef Jacobi, aber auch mit Unterstützung des B&D möglich geworden, weil wir nämlich unsere Mitglieder gebeten haben, entsprechende Anteile zu zeichnen, und zwar auf Zinsen zu verzichten, um letztendlich eine Entwicklung in Gang zu bringen. Inzwischen ist sie einer der größten Arbeitgeber in der gesamten Region. Wertschöpfung auf dem Lande. Und das sind nicht irgendwelche Arbeitsplätze für Hilfskräfte, sondern für hochqualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das ist die Antwort auf die Situation des ländlichen Raums. Nicht ein Abschreibungsprojekt mit weltweiter oder europäischer Dimension. Nicht letztendlich weitere Belastungen der Landwirtschaft, sondern ein Projekt, in dem regionale Arbeitsplätze geschaffen werden und die vorhandenen Qualitäten genutzt werden. Das heißt, wir müssen uns endlich wieder besinnen und die Fantasie anstrengen auf das, was tatsächlich möglich ist. Und ich kann Ihnen nur sagen, Kreativität ist in unserem Lande genügend vorhanden. Wir müssen sie noch fördern. Ich selbst habe im Rahmen der Entwicklung des hessischen Biosphärenreservats Rhön 3 Jahre lang den Arbeitskreis in Fulda geleitet mit Bauern, um entsprechende Konzepte zu entwickeln für Bauern in der hessischen Rhön. Da hat es am Anfang geheißen, dass wir es dann warten, bis da ein Projekt kommt. Wir hatten am Ende dieses Projektes 60 Einzelprojekte, von denen aber gerade aus Finanzgründen 20 Projekte nur finanziert werden konnten. Das heißt, wenn es gelingt, tatsächlich die Kreativität, und zwar nicht irgendwo an Hochschulen, sondern vor Ort letztendlich einzusetzen, das
Wissen vor Ort zu nutzen, dann entstehen auch solche Projekte und dann macht es auch allen Beteiligten Spaß, sich für solche und Freude, sich für solche gemeinsamen Ziele zu engagieren. Das heißt, Beverbeck als Staatsdomäne muss in meinen Augen, in unseren Augen Staatsdomäne bleiben, aber mit einer zentralen neuen Zielsetzung, Verknüpfung von Naturschutz und entsprechender Landbewirtschaftung als hessischer Erprobungs- und Entwicklungsort, genau für solche Dinge, die wir notwendiger denn je brauchen, nicht zuletzt auch, wenn man an die Erhaltung alter, gefährdeter Hausterrassen denkt. Und das ist dann im Übrigen auch für viele Menschen, weidende Tiere und anderes mehr, eine viel größere Attraktivität. Ich kenne solche Projekte in den neuen Bundesländern, die hervorragend besucht sind. Weidelandschaften mit unterschiedlichsten Tierrassen, weil der Mensch natürlich auch angesprochen ist, wenn er Tiere auf der Weide sieht. Und das kann man durchaus mit Naturschutzzielen miteinander verknüpfen. Man kann noch weiter gehen, nämlich sich eine Konzeption zu überlegen für zentrale Umweltbildungsbereich. Stichwort Landschulheime, Stichwort entsprechende Heranführung der Kinder an die Natur. Eines der größten zivilisatorischen Aufgaben, die wir haben. Denn in dem Maß, in dem unsere Bestimmungsbücher über Tier- und Pflanzenarten immer bunter werden, geht das reale Wissen über die Natur immer mehr zurück. Und der Glaube, die Eltern könnten heute noch ihren Kindern was beibringen, ist ein Irrglaube. Vermögen vielleicht noch die Großeltern. Aber im Regelfall entwickelt sich das reale Wissen über die Natur gegen Null. Das heißt, das, was früher Alltagswissen war, wird zunehmend zum Spezialistenwissen. Wir trainieren ja auch unsere Kinder auf Computer bereits schon fast im Säuglingsalter und auf Handy-Einsatz und anderes mehr. Also von daher wird zunehmend etwas Alltagswissen, was noch vor wenigen Jahren Spezialistenwissen war. Es verkehrt sich völlig um. Umso wichtiger ist, eine zentrale Bildungsaufgabe unserer Gesellschaft hier zu leisten. Und wo könnte das durchaus auch besser passieren, auch in Verknüpfung mit unserem großartigen Wald im Reinhardswald, auch optimal geeignet. Das heißt, es geht darum, den öffentlichen Nutzen zu optimieren und nicht den privaten Nutzen. Dafür sollte eine Staatsdomäne da sein. Ich kann Ihnen auch sagen, der Verkauf, der geplante Verkauf für 99 Cent, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, den Quadratmeter Ackerboden für 55 Cent, den Quadratmeter Wiesenboden, ist ein gesellschaftlicher Skandal. Das ist nämlich ein Schnäppchenpreis. Und wenn der Investor auf die Idee kommt, und die können Sie ihm nicht nehmen, dass er eine Biogasanlage mit konzentriertem Maisanbau in entsprechender Dimension betreibt, bei einer Subventionierung über Maisanbau von 1000 Euro pro Hektar über Biogaseinspeisung, dann können Sie leicht ausrechnen, in welch kurzer Zeit sich dieser Kaufpreis amortisiert hat. Das ist ein Unterwertverkauf. Das ist ein Unterwertverkauf, der in unseren Augen letztendlich zwingend zur Überprüfung durch den obersten Rechnungshof Ihres Bundeslandes führen müsste, denn hier wird Staatsvermögen letztendlich verschleudert. Das Ganze gibt natürlich einen Zusammenhang, wenn Ihr früherer Ministerpräsident inzwischen Chef eines Baukonzerns wird und der nicht zuletzt Interesse auch an diesem Objekt hat. Auch da haben wir eine klare Position. Wir haben das auch bei unserer Delegiertenversammlung vor wenigen Tagen in Bad Hersfeld noch einmal thematisiert. Wenn zum Beispiel zu Recht Richtern untersagt wird, dass sie nach ihrer Pensionierung gleich als Anwälte sich niederlassen
dürfen. Sie müssen eine Karenzzeit haben von 3 Jahren. Wenn entsprechende Karenzzeiten gelten für ehemalige Soldaten in bestimmten Funktionsbereichen, glaube ich, dann müssten wir auch dazu kommen, dass solche Karenzzeiten auch für die Spitzenpolitik in Deutschland gelten. Ob man will oder nicht, einfach der Verdacht naheliegt, dass manches frühere Entscheidungen auch mit einem späteren Arbeitgeber in Verbindung steht. Koch ist nicht der Erste. Denken wir an den früheren Bundeskanzler Schröder und andere. Da gibt es leider Gottes schon eine zunehmende Tradition, aber von daher ist es, glaube ich, zwingend notwendig, auch darüber eine gesellschaftliche Debatte zu führen, unabhängig von dem Recht eines jeden Einzelnen der freien Berufswahl, auch aus der Politik auszuscheiden. Aber es gibt hier das Gebot der entsprechenden Zurückhaltung, ich glaube, als ein zwingendes Erfordernis. Und meine Damen und Herren, das ist der zweite Grund, weshalb wir also der Meinung sind, dass Beberbeck nicht kommen darf. Also neben diesen grundsätzlichen Fragen, Stichwort Umgang mit den Bürgern, glaube ich, ist es notwendig, sich über entsprechende Aufgaben des Staates zu erhalten. Und damit zum Abschluss die rechtliche Dimension. Wir sind ja im Rahmen eines entsprechenden Bebauungsplanverfahrens. Wir werden uns damit ja intensiv auseinandersetzen. Und wir werden nach Prüfung dieses Verfahrens, wenn es tatsächlich zur entsprechenden Genehmigung kommen sollte, natürlich auch uns vorbehalten, entsprechende rechtliche Schritte nicht nur zu prüfen, sondern die dann auch einzuleiten. Und zwar aus der grundsätzlichen Überzeugung, dass wenn ein solches Projekt Realität wird, ein solches Projekt Schule macht, wir dann auch an vielen anderen Stellen in Deutschland keine Chance mehr haben, unsere Landschaft entsprechend zu verteidigen. Das heißt, Beberbeck ist sicherlich in manchen Bereichen negativ führend, aber es steht leider Gottes nicht allein. Unsere Landschaft wird zunehmend rechtloser. Herr Rapp hat völlig darauf hingewiesen, man kann fast manchmal den Eindruck gewinnen, es läuft ein Schlussverkauf, ein Schlussausverkauf unserer Landschaft, ungebremster Kapitalismus, der sich hier zulasten des Gemeinwohls entwickelt, kurzfristige Gewinne, öffentliche Lasten, die uns gemeinsam übrig bleiben. Von daher glaube ich, ist es nicht nur legitim, sondern notwendig, sich damit auch kritisch auseinanderzusetzen, und wir danken Ihnen auch als BND für Ihr Engagement, um überhaupt Beberbeck auch bekannt zu machen. Das, was unsere Aufgabe sein wird in der nächsten Zeit, ist, Beberbeck bekannt zu machen über den nordhessischen Bereich hinaus. Denn das, was hier abläuft, ist durchaus wiederum negativ bundesweit besonders drastisch. Es geht nicht darum, durch die Verhinderung von Beberbeck entsprechend Nordhessen in eine Naturschutzregion überzuführen, wo nichts mehr geschehen kann, sondern es geht darum, dass statt Beberbeck endlich echte Alternativen im Interesse der Menschen, die hier wohnen, im Interesse der Region, aber im Interesse von uns allen realisiert werden. Ich danke.